So, dann stellen Sie sich bitte doch mal ganz kurz vor. Wer sind Sie? Was machen? Ja, mein Name ist André Soyer. Ich bin von Nayuki, aber auch von AdFame. AdFame ist eine Influencer-Marketing-Firma, die über 5000 Celebrities in Deutschland auch vermarktet und quasi eins der größten Celebrity-Netzwerke für Influencer. Erklären Sie doch mal für unsere Zuschauer ganz kurz und prägnant, was ist ein Influencer und was ist Influencer-Marketing? Also ein Influencer ist für uns jemand, der Reichweite in Social-Media-Kanälen hat. Am besten möglichst viel Reichweite. Mit möglichst viel Reichweite verstehen wir Influencer mit 10 bis 15, 20 Millionen Reichweite. Und was ist Influencer-Marketing? Influencer-Marketing ist, wenn Advertiser diese Reichweite nutzen, um quasi Werbung für ihre Produkte mit der Reichweite zu schalten. Alles klar. Und wie findet man am besten den richtigen Influencer für ein Unternehmen? Muss man da eine gewisse Unternehmensgröße selbst auch mitbringen oder ist es auch für kleine Unternehmen bei Ihnen beispielsweise möglich, so einen Influencer zu finden? Ja gut, die Frage ist erstmal, was man damit anfangen möchte. Ja? Influencer-Marketing, besonders mit Celebrities, ist eigentlich dazu da, auch um Brandbuilding zu machen. Aber nicht nur um Brandbuilding, sondern vielleicht auch um mehr Awareness für die Produkte, aber auch den Abverkauf der Produkte zu schaffen. Und da kannst du auch als kleine Firma, als Startup natürlich auch deine Marke mit einem bestimmten Celebrity, Oliver Kahn, wie auch immer die alle heißen, quasi auch sofort richtig bekannt machen. Also daher ist es, glaube ich, egal wie groß du bist, ja, entscheidend ist, was möchtest du damit anfangen. Und wie läuft das dann ab? Also Sie suchen den Influencer auch aus, Sie kontaktieren den und was erhält der Kunde dann noch? Also erhält er noch ein Reporting vom Erfolg dieser Kampagne oder wie genau muss man sich das vorstellen? Also was wir erstmal machen ist, wir schauen erstmal, welcher Influencer passt zu welchem Advertiser, zu welchem Kunden quasi. Und da gehen wir wirklich durch unsere Analyse-Tools durch und schauen, hat er die richtige Zielgruppe, hat der Celebrity dann auch die richtigen Fans, passen die Fans zum Kunden, zum Advertiser oder auch zum Produkt. Und wenn das dann alles gegeben ist, machen wir unseren Kunden, den Advertisern dann Vorschläge mit nicht nur einem, sondern verschiedensten Celebrities. Und dann kommt es natürlich drauf an, wenn der dann sagt, okay, die 5 oder die 10 Celebrities sind für uns spannend, dann geht es in die Angebotsphase, dann geht es auch in die Verhandlungen mit den Influencern, sprich Celebrities, und dann geht es in die nächste Phase. Haben Sie da bestimmte Plattformen, beispielsweise Instagram oder Facebook, oder bezieht sich das auch auf Blog-Influencer oder wie muss man sich das vorstellen? Ja gut, inzwischen ist es so, dass die Influencer, sprich die Celebrities, auch wirklich auf verschiedensten Plattformen tätig sind. Also manche haben viel mehr Fans auf Instagram, die anderen haben mehr Fans auf Facebook, andere haben einen riesen YouTube-Channel. Also das ist eigentlich relativ egal, auf welchem Medium wer die Fans hat. Entscheidend ist nur, passt die Zielgruppe dann auch zu dem Advertiser, sprich zu dem Kunden, den wir haben. Super, ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview. Dankeschön. Vielen Dank und noch viel Erfolg auf der Demexco. Dankeschön.